Weil ich eine Schlampe bin. Für mich ist das eh hier schon ein sehr intimes, privates Video. Hoffe ich, nehmt ihr es mir nicht übel, wenn ich euch jetzt mal nicht so meine Unterwäsche zeige. Nicht, dass ich mich dafür schämen müsste. Naja, für zwei, drei Schlüpfer vielleicht schon. Und das werde ich dann auch mit der Modenschau verknüpfen, die ich euch ja blöderweise auch versprochen habe. Finde, ich schmeiß nicht viel weg. Das nervt mich jetzt schon an mir selber. So, das erste Teil, was ich wieder so reingepfeffert habe. Schäm dich, schäm dich. Ja, mein Freund ist ja auch so ein abgebrochener Zwerg. Guckt mal, da sind gerade 10 Euro rausgefallen. Wie geil. Also wenn man in der Öffentlichkeit meine Lippen sieht, ne, dann soll man die Lippen sehen und keine anderen. Das finde ich immer ganz furchtbar. Die haben das manchmal echt so ein Shirt über eine Strumpfhose oder so, so gerade mal über den Po, wenn man Glück hat, ne. Naja, okay. Oder... Nix oder... Nicht aufziehen! Also das, dein Ton kommt dann nicht mit drauf, nee, okay, ne? Okay. Spaß mit SZ, ne? Ja, ich weiß nicht, wegen Doppel-S oder so. Ich nicht. Es geht nicht um Rechtschreibung. Ja, gut. Ja. Ihr wahres Alter geht in diesem Buch nicht hervor. Nee, ich muss nochmal. Warte. Okay. Ein Jugendbuch. Ist und traut sich jetzt nur einem Menschen anzuvertrauen, was gebracht hat. Ja, sie vertraut ihm alles. Och Mensch. Tyler, nicht. So, nochmal. Ich fange jetzt nochmal komplett an. Ja. Tyler, das darfst du nicht machen. Dann müssen wir länger machen. Sagst du Bescheid, wenn du fährst? Jetzt. Der Weg der Jugendlichen führt in ein gefährliches. Nochmal. Jetzt. Das Schlimme ist, sie sind nicht allein. Nee, nochmal. Voll hektisch. Tyler, nicht. Tyler, bleib mal hier unten. Sonst sehe ich deinen Hintern. Nein. Komm. Los, sonst habe ich ganz viele Schnipsel. Ja. So, warte, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? So. Aber haben ein Stück gelaufen. Ja. Das hast du mir im Auto eben erzählt, aber nicht auf Video, glaube ich. Habe ich das nicht mit der roten Perücke gemacht? Weiß ich nicht. Kann sein. Doch, habe ich. Okay. Sehr, Oh, jetzt sind hier gerade Nordic Walker unterwegs. Ich glaube, das ist der Bulle. Ja? Mhm. Danke. Der Bulle von Tanz. Nee, es war, oder weiß ich gar nicht, wer das jetzt ist. Ja, Mandy filmt jetzt mal spontan aus dem Auto raus. Hier ist alles voller Laub, ich sehe den Weg nicht. Hier, um die Kurve. Dann könnt ihr mal sehen, was ich gerade im Auto höre. Und zwar Warte. Die Katzenberger. Und die ist gar nicht mal schlecht. Also, ja, manche Witze, die kommen so ein bisschen gestellt rüber, aber... ansonsten sind da ein paar nützliche Tipps fürs Date. Also ich brauche ja jetzt erstmal, hoffe ich, eine Weile kein neues Date. Ja, was wollte ich noch sagen? Meine Haare sind platt, wie ihr seht. Ich weiß gar nicht, ich habe heute, glaube ich, schon 4 verschiedene Perücken aufgehabt. Aber ich wusste, es wird witzig und... Links, ne? Hab keine Ahnung, wo ich hier lang fahre, aber Mandy weiß Bescheid. Jetzt links. Tyler weiß auch Bescheid. Da ist schon das Dorf. Da ist das Dorf. Genau. Hier ist sie schon. Und jetzt musst du aufpassen. Links wieder. Jetzt weißt du, wo wir sind. Ja. Weiß ich. Jetzt hier runter, ja? Ja, ja, klar. Weiß ich, wo wir sind? Ja. Ja, schön, dass du weißt, dass ich weiß, wo ich bin.
weiß nicht, wo ich bin. Hä? Ich war nackt auf dem Feld. Das will ich mal betonen. Splitterfaser. Voll nacklig. Bei gefühlten minus 10 Grad. Jetzt sind mal. Minus 9. So, wie jetzt, jetzt weißt du, wo wir sind. Jetzt, ne? Weiß ich, wo wir sind. Irgendwie kommt man von so schlecht rum, ne? Ja. Echt, es wird Winter, Leute. Es wird Winter. Hey, es ist Guido. So, und Guido beschränkt sich auf ganz viele prominentes Beispiel gibt Guido. Nein, lass ihn laufen. Oder ob ihr Erdmännchen seid. Dreimal durchgeraten, was das ist. Tyler, nein. Einmal ganz kurz leise, ja? Gleich kannst du wieder, ne? Genau. Und ich kann euch sagen, ich spreche seit 5 Minuten aus Erfahrung, wenn ihr so 2 Paar Socken nehmt und die alten Gummischläuche ein bisschen tut, das wirkt Wunder, wie man sehen kann. Ja, das werde ich schneiden gleich. Was habe ich denn vergessen? Shoppingbekleidung? Achso. Deine